Willkommen auf meinem Spielplatz, es ist an der Zeit für Small Feather Games und die Knarre liegt bereit. Doch bei Call of Duty oder Battlefield, ich kenne keinen anderen, der hier noch viel krasser spielt. Also los, Diabos, hebt ihr Daumen, ihr könnt euren Augen trauen. Dieser Let's Player versetzt alle einfach in Staunen. Das ist der Halo-Effekt, du findest alles Gute hier. Und am Ende des Tages merkst du, er ist hier das Alpha-Tier. Hallo meine lieben Chicos und Chicas da draußen, hier ist der Kuro und der Slay mit einer kleinen Runde Let's Play Together Skyrim. Wie ihr ja schon beim letzten Mal gesehen habt, wisst ihr, wo wir stehen geblieben sind. Wir wollten den Nesselfluch besorgen. Der Slay hat ja auch so viel geschafft in der letzten Folge. Aha. Hat einer alten, wehrlosen Frau auf die Fresse gehauen. Alt? Vorher einmal schön dabei verkackt, weil er wem anderes noch getroffen hat. Und dann häng ich wegen ihm gleich in ein Feuergefecht. Lohnt das überhaupt, einen Trank zu holen? Nein, lohnt nicht. Ich bin sowieso ganz tot. Alter! Was? Ich hab ihn nicht angegriffen. Das war jetzt komplett uncool. Ah, Gott, oh Gott, oh Gott. So, und natürlich spawn ich auch gleich wieder da, wo die ganzen... Was soll der Scheiß? Jetzt mal ehrlich. Ist doch nicht mehr toll. So, und jetzt spawn ich natürlich gleich wieder da, wo ich gleich wieder drauf gehe. Lauf! Ich versuche es ja! Kommt mir das gerade nur so vor, oder? Was auch immer das für ein Scheiß ist! Kommt mir jetzt das gerade nur so vor, da sind Orks anfällig für Feuer. So, das hast du davon, du blöde Kuh. Meine Güte. Ey, ist doch nicht mehr frei. Ist doch nicht mehr toll. Die anderen warten jetzt da oben, bis ich wiederkomme. Aber ganz ehrlich. Können Sie lange drauf warten? Ich kann mich doch an die erste Folge erinnern, wo wir gesagt haben, wir wollen nicht auf Magie spielen. Wir wollen eigentlich auf Magie verzichten. Das haben wir so nicht gesagt. Wir wollen nur Magie nicht skillen. Aber diese Heilung ist einfach scheiße praktisch. Das musst du selber zugeben. Ja, natürlich. Ich habe mittlerweile ja einen Schalter nur auf Magie und auf Alchemie skillt. Ich denke, als die Fliege wären Feind. Also ganz ehrlich, ich habe auch gerade versucht. So. Ich sehe dieses Ding da brennen und rumlaufen. Aber denkst du, ich treff? Vor allem, ich habe gerade schon wieder gedacht, die Fliege ist ein Feind. Euresgleichen hat keinen Platz hier. Ja, ich habe das Gefühl, dass sind die Hexen, die wir angreifen müssen. Das sind die Hexen, die wir angreifen müssen. Das ist ja das Traurige daran. Weißt du nicht, wo du hinstellst? Ich steh doch. Nein, du hockst. Oh. Die ist tot. Dann gab's nur eine. Es waren ja drei. Vor allen Dingen die Hexenraben, die später kommen, die sind nicht angenehmer. Stimmt. Weil auf
waren die Hexen aber eigentlich immer relativ low. So, ich mach jetzt mal was ich sicherheitshalber immer mache. Speichern. Ja, du machst das, ich nicht. Ja, und deswegen musst du auch immer so oft alles nochmal von vorne machen. Das Blöde ist, diese Hexenrahmen sind da oben. Ja. Da hinten ist auch schon wieder die nächste blöde Kuh. Lass sie auf dich zukommen. Lass ich auch. Ja, schon Leute, ich bin erkältet. Ich hab's eben in der Aufnahme versucht, die zu spielen. Mann, das ging jetzt aber schnell. So, jetzt muss ich hier rumgehen. Da oben sind die Hexenrahmen. Das ist das Problem. Wenn du nämlich hier rumgehst, kommst du da oben so gar nicht drauf. Du musst erst den anderen Vorsprung hier vorne nehmen. Das Blöde ist, hier oben sind auch lauter Hexen. Ich glaube, einer hat mich auch schon gesehen. Ja, hat er. So was Blitziges. Ich bin ja ein Fan von Eis- und Feuerzaubern. Ja, ich mag auch keine Blitzer. Weil Blitzer halt auch echt cool sind, weil die klauen den. Wow! Wow! Hilfe! Guck mal, den hat's gegrillt! Oh Scheiße, der war so schlecht! Ey, das ist nicht witzig. Alter! Ist doch nur ein Adeptenschloss. Ja, ich weiß, es ist nur ein Adeptenschloss. Ja, es gibt diese Meisterschlösser, die schaffst du auf Anhieb, und es gibt diese Adeptenschlösser, da brauchst du 20 Dietriche für. Also ich bin jetzt bei, warte mal, wann habe ich angefangen? Ich habe auf 32 angefangen. Warum nicht gleich? Oh! Hui, mitnehmen. Den nehmen wir mit. Das sieht cool aus. So, als nächstes würde ich mal sagen, ich helfe da drüben mal ein bisschen. Weil sonst macht die nämlich alles. Warte mal, haben wir Ausdauertränke? Ja, ein. Und ein bisschen Gift. Schlappe auf, dich zu heilen. Dieses Special ist nicht für Zuschauer unter 20 Jahren geeignet. Deswegen mache ich auch nicht das. Unter 18 Jahren. Wieso komme ich hier nicht so? Guck mal, Nesselflug. Cool. Oh, ich will diese Federn nicht. Nein, ich möchte diese Federn nicht kaufen, aber diesen Seelenstein könnte ich gebrauchen. Was haben wir noch? Ja, guck doch, was da drauf liegt auf den Todesglocke. Das ist irgendwas extra. Das ist einfach nur Totenschild, der rumliegt. Also so wie alles. Jetzt haben wir hier noch eine Truhe. Ui. Den nehmen wir mal mit. Dann hast du auch mal wieder was zum Kämpfen. Yay. Du und deine kleinen Dolche? Ja. Ich meine, der Nesselfluch ist auch einer. Ich meine, warte. Waffen. Was für ein Dolch ist das eigentlich? Ist das ein Petra-Dolch? Sieht auf jeden Fall interessant aus. Na, Entschuldigung. Das war voll absichtlich. Nein, das war jetzt einfach nur bei wegen Pizza. So, damit es jetzt nicht so lange dauert, gehen wir auf die Karte. Haben dann einen neuen Punkt. Gehen wir wieder nach Weißlauf. Oh Gott, ich muss mir morgen noch irgendwie eine Kordel für den Bauch finden. Für den Mittelaltermarkt. Stimmt. Bist du morgen auch mit dabei? Nee. Gut. Ich muss mich morgen um. Ich muss mal ausschlafen, ich muss mal langsam mal wieder um mein Zimmer kümmern. Da es die letzte Woche so scheiße ging, habe ich ja nichts gemacht. Mhm. Ja, klar. Also manchmal haben diese Charaktere, die NPCs oder was auch immer das darstellen soll, echt dämliche Aussagen. NPCs war schon richtig, Non-Played Character.
Ja. Aber die haben einfach immer Scheiß aus. Ach, ich weiß nicht. Ist mir auch egal. Auf jeden Fall irgendwas in der Richtung mit PC. Genau. Nun, ja, ich hab einen Esselfluch. Oh, ich. Nun, ich hatte nicht damit gerechnet, guck mal, dass sie wiederkommt. Aber wie zuversichtlich sind die eigentlich? Ganz mal ehrlich. Nun, ich will dieses Ding aber eigentlich ach, gar nicht anfassen. Könntet ihr euch vielleicht um alles du willst es noch nicht machen, gib's doch zu! Ahnenschimmers heiliger Hain befindet sich östlich von hier. Ihr könnt Nesselfluch verwenden, um etwas von seinem Harz zu gewinnen. Ich könnte. Was heißt denn hier, ich könnte? Ich hab gerade 10 Minuten. Und hab schon mehr gemacht als du. Habe ich richtig gehört, dass ihr zum Ahnenschimmer reinreist? Ja. Ich bin ein Reisender, ein Pilger. Ich folge der Stimme von Kynaret, wo auch immer ja, man sie hören kann. Ich träume schon seit Jahren davon, Ahnenschimmer zu sehen. Darf ich an eurer Seite reisen? Ich verspreche auch nicht... Was wollen wir aber auch hoffen, sonst bist du tot. Ich bin so krank. Ihr seid zu freundlich. Habe ich richtig gehört, dass ihr zum Ahnenschimmer reinreist? Ja, du kommst doch schon mit. Wo ist Lydia eigentlich schon wieder? Ach da. Die steht auch nur blöd rum. Ja, die wird draufgegangen. Nein, ach, so sehen wir jetzt ihn dann auch wieder nicht. Mhm. Stell dir mal vor, das geht. So. Gehen wir mal an den Ort, der da in der Nähe ist. Phänomen? Wo ist dieser scheiß Pfeil? Da unten in der Ecke. Warum habe ich den nie gesehen? So, es ist östlich von hier. Da, wo wir die Banditen gekillt haben. Oh, dieser Helm ist einfach nur cool. Ich habe mir schon überlegt, ob ich diesen Helm nachbauen soll. Hier. Krass ist, ich hätte auch schon eine Idee, wie. So, wollen wir mal hoffen, dass die Banditen ausgeflogen sind? Sie sind tot. Ich weiß. Du hast sie alle abgeschlachtet. Weil du es nicht geschafft hast. Mhm. So, wir bräuchten jetzt irgendeine Reisemelodie, oder? So. Da, dam, 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 dam. Nein, ich kenne ein Lied und das geht jedem auf die Nerven, jedem auf die. Ja, yeah, ist schon gut. Ach, guck mal, ich habe Fluch noch gewählt. Nein. Hat man das andere nicht benannt? Nein, weil das nicht bezaubert ist und nichts. Es stinkt nochmal ein Stahlschwert. Ah. Ist ja nicht mal verbessert. Ich wusste es doch. Ah, der Frontline-Trooper hat jetzt letztens auch. Und, also, was heißt letztens? Hat ja auch ein antikes Nordschwert nachgebaut, ne? Geil. Nein, nicht geil. Weißt du, was das Kranke daran ist? Ja. Es ist keins. Wie, es ist keins? Es hat zwar die Klinge von diesem antiken Nordschwert, was ich da habe, ne? Mhm. Nur eben diese gezackte Seite ist gar nicht da. Es ist einfach nur die gespiegelte Klinge. Und der Rest ist dann vom Stahlschwert übernommen, der Griff. Lol. Aber auch nur dieses Muster in der Mitte. Diese zwei anderen Seiten, die sind von einem Drachenknochenschwert übernommen. Die über einen Handschutz rübergehen. Okay. Ih, Spinne! Shiro! Komm mal kurz! Nein, ist schon tot! Du hast dich ja Kawatzig erledigt! Du weißt, dass wir aufnehmen, oder? Gut. Dein Gekreische wäre jetzt echt gut gekommen. Oh Gott, wir sind schon fies. Ja. So, wollen wir mal zu den Riesen gehen? Nein, wir sagen nicht. Ich wollte auch nur. Warte mal. Lass mal gucken. Geh weg, der hat dich. Selber. Nein, der hat mich noch gar nicht. Hallo. Huka, huka, hu! Ja, der hat's nicht mal einer.
Der hat mich nicht. Guck, der hatte nicht mal, Leute, der hängt. Ich werd's nicht drauf anlegen. Ich glaube, der Typ, der mit dir laufen wollte, ist tot. Nein. Ich hoffe, es meint dich. Ist da ein Problem? Sagt er, kriegen wir den tot? Oh! Haben wir Seelensteine dabei? Ja, aber ich glaube, die sind nicht voll. Ich weiß nicht, ich hab schon lange nicht mehr nachgeguckt. Wir sollten aber Zeug verkaufen. Oh, guck mal. Doch. Nehmen wir erstmal den. Ja, über Waffe. Stimmt, das war ja. Ah, Hilfe. Stimmt, wir haben den Bogen ja nur verzaubert. Noch. Für das andere ging bei hat er. Sprachfehler. Ja. Für das andere hatten wir ja nicht mehr genug Magie. Beziehungsweise das Steinchen. Ist aber ziemlich weit östlich. Guck mal auf der Karte. Ich laufe immer noch in die richtige Richtung. Ey, du sollst gucken, wie weit es noch ist. Ach, sind doch schon fast da. Mhm. Die kommen schon noch. Die laufen nicht so wie wir querfeldein. Ja, das ist auch sowas, was ich an Skyrim nicht wirklich mag. Dass deine Begleiter immer... Die einzige Begleiterin, die soweit ich weiß, klappert ein auf das Serana. Nein, nicht immer. An einigen Stellen, da läuft es auch so unorthodox. Wollen wir es mal so ausdrücken. Nein, geh weg. Wir haben zuerst angefangen. Du bist krank, du hast dich gerade mit Feuer infiziert. Mit Felsenhaxe. Alter. Was macht Felsenhaxe eigentlich? Oh. Okay, das ist blöd. Haben wir irgendwas? Nee, natürlich nicht. Es wird Zeit, dass wir Werwolf werden. Jetzt mal ehrlich. Aber echt, ey. Schlöser Wolf hat uns angesteckt. So, ich steck erstmal die Waffen weg. Das schön wenn du einloggen. Lager gebrochenes Bein. Ist doch egal. Du klaust sie einfach und dann weg. Wir haben dich eh schon getaggt. Die sehen mich nur. Ja, aber ich glaube, er wollte noch. Ja, und dann brauch ich. Ging nicht mehr. Das mit dem? Nee, komm, wir haben. Was? Wir haben gerade. Riesen ausgeraubt. Die ist noch nebenbei bereit haben. Ganz ehrlich, die haben mich nicht im Radar. Ja, und ich habe gerade mal 19 Minuten hinter mir. Komm schon, ich will wenigstens noch zu diesem blöden Baum. Wobei der eigentlich ziemlich episch ist. Sie hat dich gerade schief angeguckt. Ich weiß.
Aber so sind Ziegen eben. Vielleicht verstörend. Ich hab zwei Hab deine Macke. Jetzt vollkommen so ein. Jetzt war unsere letzte Konversation zu Ende der Folge sehen, hören müssen. Genau, sehen müssen. Das kann sie doch. Guck dir einfach mal in die Feige an, wenn sie hochgeladen ist. Ja? Das ist witzig. Er ist ein paar Mal draufgegangen. Ja. Ich aber bin auch. Ich gar nicht. Alter, ich bin wegen dir draufgegangen, nur weil du beschissen gespeichert hast. Ich bin nicht draufgegangen, ich wurde nur verhaftet. Ja. Weil du eine Schlägerei angefangen hast und dann den Vergärten geschlagen hast. Passiert. Und ich wurde wegen dir von Hexen gegrillt und das zweimal, noch bevor ich irgendwas machen konnte. Siehst du aber so, du hast natürlich von Anfang an Action in deiner Folge. Das ist episch. Das Tolle ist, ich werde gleich von irgend so einem blöden Zweigling angegriffen. Glaube ich zumindest. Da würde ich vorher nochmal speichern. Ja, ich speichere, während mich ein Typ anquatscht. Kennst du den? Den Baum, ja. Achso, der spricht mit mir. Ich glaube, der Typ ist doch aufgegangen vorhin. Passiert. Welcher Typ? Der Typ, der mit wollte. Ja, das ist die Quest mit Nesselfluch. Oh, die schöne Quest. Die Quest ist cool. Ich weiß, habe ich doch schon gemacht. Ja, cool. Alter, in dieser Robe fühle ich mich gerade voll wie der Imperator, wenn ich auf dem Stuhl hocke. So. Ich habe mich früher immer gefragt, wie ich hier durchkomme. Einfach, dass ich die Wurzeln hauen muss. Ist egal, wo du drin musst, musst du die mit Nesselflug machen. Ich mit Nesselflug musste das machen. Ich glaube, hier lag auch irgendwo was. So. Stimmt. Ist das alles? Ja, jetzt kommen die bösen Dinger wieder. Die wollen sich dafür rächen, dass wir... Oh. Damit hätten wir schon mal einen Tetra verpackt. Aus Versehen. Hey, wir haben keine Tränke mehr, du musst die Zauber nehmen. Unser Besuchstrunk, die Katzen. Das ist sowieso ein bisschen quirky. Die Katzen. Das ist normal. Ja, normal ist, sind die bei Fremden eigentlich eher zurückhaltend. Seitdem wir hier wohnen, nicht mehr. Ja. So, und das ist jetzt natürlich nicht der einzige, den es hier gibt. Nein, da drüben sind noch zwei. Und der eine hat mich gesehen. Nee, hat er nicht. Jetzt hat er. Das war's. Komm noch aus der Höhle raus. Ich renne da jetzt einfach nur noch raus. Ich habe da jetzt keinen Bock drauf zu kämpfen, weil das zu lange dauert. Ich darf jetzt natürlich wieder hoch, weil ich vorhin vergessen habe zu speichern. Laufschlampe! Lauf, Mr. T! Stimmt, unser Charakter ist Mr. T und ist ein Ork. Lauf! Was hat Nesselflug eigentlich für einen Effekt? Gar keinen. Ernsthaft? Ernsthaft.
Renn! Die Zeitlinge sind voll aggro. Ja, weißt du mal warum? Weil ich den Mutterbaum angezapft habe. Siehst du? So habe ich es doch geschafft. Hier vorne ist auch schon der Ausgang. Meine Güte. Hier, Schatzi, guck mal. Ja. Was seid ihr denn für Pussys? Alter, die Spinnen sind noch niedlich im Gegensatz zu den anderen, die ich kenne. Gelb voll. Ja. Ja, und ich bin auch nur einmal in dieser Höhle gestorben. Nee, ich mach jetzt was viel intelligenteres. Ich hab Feinde, nee, ich kann nicht. Hä? Wo sind da Feinde? Gehört zu meinem eigenen Cosplay. Ja, was ist das für Holz? Das Fußbaum. Das, was auch da in dem Schrank in den Füllungen sind. Ja, solange das nicht Nussloch ist. Mein Schwert. Ganz nicht. Ich stich ihm mit dem Nussloch. Du sollst dich nicht umbringen, während wir aufnehmen. Das hat Skalan dir schon mal gesagt. Danach kannst du mich gerne umbringen, aber nicht währenddessen. So, ich glaub mal. Ich bringe jetzt noch den mit dem Nesselfluch fertig. Dann stelle ich mich dann schön vor den blühenden Baum. Und dann würde ich mal sagen, wir beenden die Folge dann. Unglaublich, wie lange wir jetzt schon. Habt ihr das Ahnenschimmerharz? Wunderbar. Damit werde ich den. Ich lasse euch gerne an meinem Wissen teilhaben. Was sollte das jetzt? Ich habe Wiederherstellungsmagie. Die Gnade von Kynaret sei mit. Jetzt was? Also komm. Ja, komm, dann mach es weiter. Einhändig. Doppelwirbel. Was hältst du davon? Ja. Wie oft bin ich schon mit einem Schwert in der Hand gestorben und war trotzdem wieder da? Genau. So, da ist der Baum. Wie fühlt ihr euch? Wo sind die Blätter? Alter, was war das? Warte mal, irgendwas stimmt nicht. Also, nein, die haben es noch nie. Braucht ihr eine Klinge? Ich will nicht schon wieder verletzt werden. Dann gehe ich eben wieder. Reist durch das Alter, diese Aussage war auch gerade echt genial, oder?
will nicht schon wieder verletzt werden. Hallo, Kind von Kühnheit. Was ist los? Ja, auf jeden Fall, wir haben die Quest fertig. So. Ja, komm, passt. 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 Speichern. Ja, speichern ist da. Okay, speichern. Dann war's für heute mal wieder was, oder? Ja. Ja, dann. Danke fürs Zusehen, Leute. Hat Spaß gemacht. Wir freuen uns aufs nächste Mal. Ich hab dir, Paul, hatte ich mehr Spaß gemacht als die letzte davor, weil die war ja relativ eintönig und ein bisschen Lava. Und ja, wir sehen uns dann nächste Woche. Alter! Dann gucken wir uns den Brief an. Okay, dann gucken wir uns eben noch den Brief an. Warum? Ach, der Kurier hat uns die Aufnahme versaut. Cool. Ja. Das mach ich dann beim nächsten Mal. Ja, auf nach Falkenring. Aber heute nicht mehr. So. Speichern. So, ich speichere nochmal. Dann geht das Ganze nochmal mit dem Verabschieden. Ah, Gott, immer diese Kurier. Der Kurier hat uns die Aufnahme versaut. So. Okay, Leute, danke fürs Zusehen. Freuen uns aufs nächste Mal. Es hat Spaß gemacht. Anmerkungen, Namen, bisschen spannend. Namen für unsere Waffen oder was auch immer, einfach in die Kommentare schroten. Und ja, ich hoffe, ja, wir sehen uns dann, ne? Jo, bis zum nächsten Mal. Man hört und stört sich. Ja, hoffentlich sehen wir uns mal online. Auf Stopp. Auf Stopp. Na, auf Gelb.